Hallöchen, meine lieben Freunde, ich sag mal, es ist ja auch wie so euch, meine lieben Zuschauer, begrüße euch recht herzlich, ja, zu einem weiteren Weekly Vlog. Ja, wieder total verwackelt, komplett scheiß Lichtverhältnisse, es liegt einfach nur daran, weil, dass ich wieder halt, ja, das so in der Hand halt war, so mit meiner Hand. Und ja, wie gesagt, Dankeschön auf jeden Fall für euer Feedback, meine lieben Freunde, unter dem ersten Weekly Vlog mit dieser neuen Kamera von der River Insanity. Hier nochmal danke. ja, wie gesagt, ich werde das alles noch fixen, keine Sorge. Ich werde das auch bald mit den Lichtverhältnissen hinbekommen, wenn ich irgendwann mal ein Stativ haben sollte. Aber da ich jetzt vorhabe, eigentlich immer so durch meine Wohnung zu gehen, hoffe ich auf jeden Fall mal, dass euch das wechselnde Lichteffekte, jetzt werde ich zum Beispiel wieder erhält, wechselnde Lichteffekte, hoffe ich auf jeden Fall mal, dass es euch nicht stört und den ganzen Dreck halt kennt ihr ja. Und ja, und auch das mit dem Wackeln, keine Sorge, das kriege ich immer noch gefixt, wenn ich hier Bizepsmuskeln wie sonst was habe. Nein, also ich hoffe auf jeden Fall mal, dass ihr durch das Wackeln hin, halt, ne, und so, halt, ich kann ja meinen Arm auch wieder ablegen. So. Wie gesagt, sorry, dass ich echt mal links oder rechts, je nachdem, wie das halt aufgenommen wird, aus dem Bild rausgucke. Kann ja auf jeden Fall nichts machen. Ich bin auf jeden Fall gerade frisch aus der Dusche gekommen, meine Haare sind noch komplett nass, ich habe gerade einfach den Cappy aufgesetzt und... Hui! Ups. Das zur Roomtour, die ich eigentlich machen wollte. Ich filme mal so lange die Decke. Ist nur was runtergefallen. Ja, auf jeden Fall. Ja, zur Roomtour. Wie gesagt, in dem Weekly Vlog werde ich auf jeden Fall eine kleine Roomtour machen, hier durch mein Zimmer und so, und euch ein bisschen was dazu erzählen. Keine Ahnung, wie lange der wird. Kann auch sein, dass der 30 Minuten lang wird. Und ja, wie gesagt, auch sorry, wenn ich manchmal nur so aussehe oder so. Wie gesagt, ich hoffe mal auf jeden Fall, die kommt damit klar. Der nächste Weekly Vlog wird wahrscheinlich draußen sein. Oder eventuell mit Stativ sogar schon, keine Ahnung. Und ja, wie gesagt, ich möchte in dem Weekly Vlog eigentlich so eine kleine Roomtour machen, euch ein bisschen zu meinem Zimmer erzählen, ein paar kleine Geschichten erzählen und mehr möchte ich eigentlich machen. Am Ende des Videos erwarten euch wieder Kanalinfos und den ganzen Dreck, momentane Projekte und den ganzen Scheiß. Und ja, ich glaube, das war es im gewissen Sinne jetzt erstmal. Ich glaube, ich starte einfach mit der Roomtour, weil das wurde sich auch schon den Massen gewünscht, dass ich das mal machen soll. Und wie gesagt, sorry echt wegen den Lichtverhältnissen bzw. der Kameraqualität. Ich hoffe auf jeden Fall mal, dass ihr damit klarkommt. Mein Gott, und ich sehe so kacke aus. Hey, YOLO! YOLO! Ja, ich glaube, ich starte einfach mal. Ich drehe mal einfach mal die Kamera um. Jetzt seht ihr meine Fresse zwar nicht mehr, aber so, ich mache jetzt... War, ja genau, ich habe meine Hand einfach mal dagegen. Ich halte jetzt die Kamera einfach mal so und starte einfach mal an meiner Tür. Also sorry auch, wenn mein Zimmer ein bisschen unaufgeräumt ist, aber warte mal, das ist meine Tür. Hier komme ich rein. Ja, da oben ist vom Horse Festival Nazis verboten. Das ist auf jeden Fall ein sehr ziemlich cooles Plakat-Dings. Da steht auch nochmal Tagesticket und so. Finde ich eigentlich ganz cool. Hier ist meine Tür. Hier hängen auch von Bad Religion und halt ein Festival-Poster, wo ich leider nicht war, Rock im Fichtenwald, aber ich hätte die apokalyptischen Reiter und Freiwill generell mal gerne live gesehen. Aber hey, YOLO. Werdet ihr auch öfters nochmal hier mal ein bisschen mal sehen, dass ich hier Konzertposter habe und den ganzen Dreck. Ja, wie gesagt, das ist meine Tür. Und dann starten wir jetzt einfach mal hier so, wenn man durchgehen würde. Hier so. Gehen wir jetzt einfach mal. Da unten sind Schuhe. Einfach mal Kleiderschrank. Da ist auch noch was. Köln Essigfabrik, ich habe keine Ahnung, was das für Bands sind, aber ich fand's cool, ich habe es einfach beim Konzert abgerissen. Hier nochmal kleine Informationen, die ganzen Festivalposter, die hier hängen, die habe ich entweder im Internet bestellt oder habe sie halt auf Konzerten bzw. Festivals einfach irgendwo abgerissen und habe damit Diebstahl begangen, aber hey, YOLO, kann man ja auf jeden Fall auch mal bringen! Und, ja. Gut, dann gehen wir jetzt einfach mal weiter. Wie gesagt, da unten sind meine Schuhe, da ist so ein komisches Ding, wo Pfandflaschen drin sind. Ja, ich habe mein Zimmer extra für die scheiß Roomtour aufgeräumt. Hier ist meine sehr, sehr schöne Wand, die wird wahrscheinlich einigen... Alter, Autofokusse, hallo. Wer will nicht Autofokussen? Ja, wahrscheinlich, weil es ein scheiß Bilderrahmen ist oder so. Nein, auf jeden Fall, das hier ist erstmal mein kleines Schränkchen mit so ein paar Filmen und Naruto-Dinger, DVDs, die ich seit Jahren nicht mehr geguckt habe und generell meine Anlage, die ich nie benutze. Hier ist auch das Bild, was ich im letzten Weekly Vlog gezeigt habe. Hier, als ich kleines Kind war, hier sind meine Sum 41-Alben. Alter, fahr dir jetzt auf Autofokusse doch mal. Scheiß Dreck, egal, YOLO. Ist wahrscheinlich viel zu hell hier. Wie gesagt, die Sonne scheint doch komplett drauf. Und oh, man sieht mich da im Spiegelbild. Hallo, hallo, ich bin auf YouTube. Hallo. Ja, hier sehen wir auf jeden Fall sehr, sehr viele Festivalkarten und den ganzen Dreck. Ich kann ja mal ranzoomen. Warum dran? Na? Das ist trotzdem unscharf. Why the hell is it unscharf? Ja, wir haben gerade 6 Uhr am Mittwoch. Wie gesagt, das Ganze, sorry, auf jeden Fall kommt auch am Donnerstag, aber ich habe es nicht einfach mal anders hinbekommen. Sieht man das wenigstens so? Ja, guck mal, da ist zum Beispiel Rock am Ring-Karte.
Da war ich ja letztes Jahr drauf. Wie gesagt, da habe ich auch Festival-Armbändchen, dazu komme ich auch nochmal später. Einmal duschen, Rock am Ring halt. Damals Happiness Festival, da war so ein Flyer, den habe ich mir auch an der Bank gehangen. Wie gesagt, sorry auf jeden Fall, dass man das nicht alles lesen kann, aber ich denke mal, dass es dann die Lichtverhältnisse liegt. Da, Burgrock-Flyer, da habe ich nämlich... I love soup, Alter! Okay. Dort ist Burgrock, da habe ich als Stagehead mitgeholfen, habe ich auf der Band, habe ich auf der Bandbühne halt ein bisschen Zeugs halt umgeschleppt und habe ein paar Bandmitglieder von Livingston und Krypteria und Genix kennengelernt. Da ist Ethan Original, irgendein Scheiß. Ach ja, hier mein Kleiderschrank. Auf dem Kleiderschrank befindet sich eine Weltkugel, ein paar Kuschelfiecher und sehr viel, sehr viel Staub. Und eine VW-Felge. Frag mich nicht, wie die in mein Zimmer gekommen ist. Ich war blau und nicht blau, weil Blues Let's Play, sondern ich war wirklich blau und ich fand die eines Morgens in meinem Zimmer und ja, seitdem habe ich mir einfach mal gedacht, ich stell die einfach mal dorthin. Kann man auch mal brennen. Ja, auf jeden Fall hier nochmal zu den Festival-Dingern. Da ist Zebrahead, die habe ich schon 3-4 Mal live gesehen. Miss May I und Chelsea Grin und Evan and All Ships und Chunk No Captain Chunk. Bela B habe ich schon live gesehen. Mayday Parade. Irgendein Scheiß, was mir meine Mom gegeben hat. Das nochmal Zebrahead und Itchy Poopskid und 5 Bucks, Alter. Autofokusse doch mal, egal. Da lese ich es halt einfach vor. Dort ist Rebutter the Bread with Butter. Da unten befindet sich noch ein Konzertdingsens zu Rohrboten. Da ist nochmal Bela B, da ist Papa Roach, da ist Blink-182, da habe ich auch All Time Low und so live gesehen und da ist nochmal ein Happiness Festival Eintrittskarte, Horse Festival Eintrittskarte und so einen komischen Scheiß. Ja, ich habe da mit Edding drauf geschrieben, ich weiß, ich bin so YOLO-haft und voll ultra cool, da oben hängt meine Uhr. ja, und ansonsten den Bilderrahmen, ich weiß gar nicht, ob man das sieht, Rise Against, T-Mobile Extreme Playgrounds, Battle Region, AFI und Sum 41, A Day to Remember, da, das mal Bring Me the Horizon und dort ist nochmal so ein bisschen so, abseits von den Karten, Zebrahead, das waren so eigentlich meine besten Konzerte, die ich so hatte im Pit und den ganzen Scheiß, ich war zwar danach halt total tot und den ganzen Dreck, aber hey, YOLO, kann man auf jeden Fall mal bringen. Ja, das sind auch weitaus nicht alle Festivalkarten, weil ich einfach... ja, sie entweder verloren habe oder zu blau war oder mir das Portemonnaie rausgefallen ist und ich mein ganzes Portemonnaie-Zeugs verloren habe und ja, ich war auf jeden Fall auf sehr, sehr vielen Festivals bzw. Konzerten. Ich glaube, Konzerte habe ich bis jetzt über 300 gesehen und live gesehene Bands, glaube ich, auch 150 bis 200. Ich habe irgendwo mal eine Liste, wo ich das mal versucht habe, aktualisiert zu halten. Falls ihr das interessiert, könnt ihr mir gerne mal in die PN schreiben oder so. Falls ihr wissen möchtet, was ich alles live gesehen habe, da kann ich die Liste nochmal rauskramen. Aber jetzt hier im Weekly Blow habe ich jetzt keinen Bock, das zu erzählen. Ist auf jeden Fall ziemlich doof. So, ich gehe mal ein bisschen zurück. Das hier ist nämlich meine Schmuddelecke. Da sitze ich so gut wie nie. Da ist ein Kasten Bier und mit einer Whiskyflasche drauf. ja, wie gesagt, hier hängt sehr, sehr viel Zeugs. Falls... wie gesagt, da sind auch die ganzen Pakete, die ich noch bekommen habe. Da ist ein Staubsauger. Ja, ich habe extra gerade gesaugt, nur ich hätte jetzt gerade keine Motivation mehr, den zurückzutun. Aber egal, wir fangen jetzt erstmal hier bei der Couch. Da sitze ich nie drauf. Da hat man bei der Martha Ruschake schlafen. Und, ja. Da haben wir sehr, sehr viel Jacken und Gürtel aufgeklatscht. Ja, hier ist nochmal ein Happiness Festival Dingsens da. Das habe ich auf dem Happiness Festival halt geklaut und so. Und das Fest 2009, das ist in Witten gewesen. Ich mir auch geklaut. Ja, ich sammle so einen Scheiß ziemlich gerne und so. Ja, hier ist immer ganz viel kleines Zeug, so von kleineren Bands und... also sorry auf jeden Fall, dass es auch so unscharf ist, aber kann man auf jeden Fall nichts tun. Ah, jetzt wird's scharf, okay. Da unten ist vom Sum 41 Chuck Album, da sind die ganzen Lyrics drauf. Naja, kann man auf jeden Fall noch so erkennen. Ihr könnt mir auch übrigens mal in die Kommentare schreiben, so die Bands, die ich hier so aufnehme, so auch hier von den Konzertkarten und an der Tür. Da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch was von denen hört. Sprich, ihr schreibt die einfach mal in die Kommentare, ab jetzt zum Beispiel. Und am Ende des Videos postet mir das einfach mal, damit ich ungefähr weiß, was ihr eigentlich so hört. Und ja, kann man eigentlich, denke ich mal, auch mal machen. Ne? Also wäre auf jeden Fall mal ziemlich cool, wenn ihr unter dem Video hier, ja, ein bisschen was aufzählt, was ihr so hört. Wie gesagt, Inside the Amber Room, auch eine sehr, sehr geile Band, nur sehr, sehr unbekannt leider. Na gut, da kommen wir jetzt eigentlich zur nächsten Wand, die sich hier vor dem ganzen Chaos-Gedinst-Zeugs. Hier ist nochmal ein großes Banner, ich kann nochmal ein bisschen zurückgehen, sehr, sehr großes Banner vom Happiness Festival. Das ist ungefähr 3 Meter lang und ja, das habe ich auch mitgehen lassen. Ich fand es auf jeden Fall ziemlich cool, weil es einfach so schön ins Zimmer gepasst hat.
Haben auch ein paar Leute drauf unterschrieben, die da waren, beziehungsweise mit mir dort gerockt haben. Und zu denen habe ich, glaube ich, nicht mehr wirklich Kontakt. Alle, allein aus dem Grund, man hat sich ein paar Bierchen gegönnt, hat dann abends gefeiert auf dem Festival, hab dann noch nachts im Zelt gesessen und dann kam mir so spontan die Idee, dass ich jetzt einfach mal die unterschreiben lasse. Und seitdem habe ich nichts mehr von denen gehört, weil sie am nächsten Morgen einfach irgendwo aufgewacht sind. Genauso, ich bin auch irgendwo aufgewacht und ja. War auf jeden Fall ziemlich lustig, aber schade, dass das schon so lange her ist. 2 Jahre ja jetzt schon, kranker Mist, ey. Ja, dann haben wir hier, da sind wahrscheinlich einige neidisch von euch, weil ich genau weiß, dass einige von euch Bring Me The Horizon hören. Habe ich auch ein sehr, sehr großes Poster, habe ich auch von dem, da in Köln habe ich sie live gesehen, Essigfabrik am 23.01.2011. Da habe ich sie live gesehen, das Poster habe ich mir aber, glaube ich, erst 2012 bei eBay gekauft. Für 1 Euro oder so. Also teilweise die ganzen Poster, die kriegt man echt teilweise auch für 1 Euro. Für 1 Euro, Motherfucker! Ja, ihr könnt dem Video schon mal einen Daumen nach oben geben. Für 1 Euro bei eBay plus 1,50 Versandkosten oder sowas. Daher habe ich auch so viele unter anderem hier hängen, weil ich sie einfach bestellt habe. Könnt ihr auch mal auf jeden Fall machen. Das ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr schöne Sache. Hier ist nochmal A Day to Remember Tour Sick 2010 zum Album Homesick. Bin ich auch auf ein Konzert bekommen von der Day to Remember, also auf dem Konzert, wo ich das auch gerade die Konzertkarte halt gezeigt habe. Und die Sonne scheint raus, ja, deswegen ist es auch die ganze Zeit da auf der Ecke so hell, das nervt. Ja gut, hier sind nochmal die ganzen Pakete, hier ist ein Fernsehschrank, wo kein Fernseher drauf ist, da sieht man auch gerade The Ring, 2 Filme Gedönszeugs und so. Naja, egal, The Alignment ist eine ziemlich unbekannte Band, habe sie als Mayday Parade Voract gesehen, fand sie ziemlich langweilig, ich habe trotzdem mal aufgehangen. Hier kommen wir an meinem Bücherregal vorbei, also ich kann noch mal ein bisschen zurückgehen. Das ist so, also ich stehe jetzt gerade an der Tür. Das ist so große, grober Umblick-Gedöns-Zeugs. Bücherregal, Zeugs, Krümelecke, wie auch immer. Und mein Bett. Ja, hier habe ich eigentlich ziemlich viele Bücher stehen und das ist auch so mein Ablageort, wenn ich mal nicht weiß, wo ich was hin muss. Ja, hier sind meine Winterhandschuhe, die ich seit Monaten nicht mehr gedingst habe und es ist so hell wegen der scheiß Sonne draußen, aber ich kann nicht noch mehr abdunkeln. Geht leider nicht. Ich sag, hier sind so ein paar Bücher, die ich halt so hab. Die restlichen sind im Keller bzw. bei meiner Mutter. Das sind eigentlich ziemlich viele Bücher. Habe ich auch alles schon durchgelesen, weil ich bin eigentlich ein ziemlicher Bücherwurm. Auch wenn ihr falsche Bücher habt oder sowas, die mich interessieren könnten, dann könnt ihr mir gerne mal eine PN schreiben oder in die Kommentare posten, ob mich vielleicht irgendwas interessieren könnte oder so. Keine Ahnung, könnt ihr auf jeden Fall mal machen. Ja, wie gesagt, ich kann noch mal ganz kurz ranzoomen. Also das, man kann es leider nicht sehen, weil die Kamera so doof ist, aber egal. Hier zum Beispiel, ich weiß immer, wo du bist, das ist ein ziemlich geiles Buch, Jane Hill. Ich weiß immer, wo du bist, ziemlich geiler Psychothriller. Ansonsten sehr, sehr viel Fantasy und Abenteuerbücher und den ganzen Dreck und Horrorzeugs und Fantasy von Markus Heitz. Kennt vielleicht einige von euch. Jetzt gehe ich mal gerade in die Hocke und ein paar Harry Potter Bänder. Ich habe leider nicht alle, wollte sie mir mal alle kaufen, aber sehr, sehr viel Staub drauf, Alter. Ich wollte mal wieder Staubwischen, ey. Naja, gut. Das war's eigentlich so mit dem Bücherregal. Dann habe ich hier noch sehr viele Flyer. Das ist Hurricane-Dingsens, leider von 2010 sogar. Alter Vater. Ja, hier sind sämtliche Flyer, die ich mal irgendwie auf Konzerten bekommen habe, beziehungsweise irgendwo mitgehen gelassen habe oder so, keine Ahnung. Da ist Condomio, das hat eine Freundin von mir mal auf meine Wand geschrieben. Da sind sehr viele Flyer. Das von Manowar. Hier ist auch ein Green Day Poster hinter dem schönen Elefanten. Das ist ein Lösungsbuch oder so. Da, Green Day, habe ich auch. Höre ich auch sehr gerne. Das ist mein Nachttisch, der ziemlich scheiße aussieht. Ja, ich habe dort eine Fernsehfernbedienung, aber der Fernseher ist momentan bei meinem Bruder. Ja, hier kommen wir eigentlich zur Wand, die mir eigentlich sehr viel bedeutet. Ich habe eine Kritzelwand. Ich kann noch mal ein bisschen zurückgehen. Ich hoffe mal nicht, dass mir die Sonne das wieder versaut. Hier habe ich eine Kritzelwand, wo, also vor meinem Bett, wo sehr viele Freunde von mir unterschrieben haben. Das ist, bedeutet mir eigentlich ziemlich viel, seitdem ich nämlich hier in der Wohnung wohne, seit circa knapp 2 Jahren sogar, haben eigentlich sehr viele drauf unterschrieben. Ich kann eigentlich mal auch so ein bisschen zeigen, ich stecke gerade einfach mal auf mein Bett. Da ist eigentlich sehr viel drauf, auch falls ich mal ein paar Leute, so Freunde aus dem Internet, was weiß ich was, die ich so durchs Internet kennengelernt habe, falls mir eine große Abonnentenfeier bei mir feier oder so, keine Ahnung, könnt ihr alle drauf unterschreiben. Hier sind sehr viele Songzitate auch drauf von Sum 41, Bloody Murder, We Will Scream oder sowas oder irgendwelche Penisnasen und ja, sehr viel eigentlich. Happy Birthday, Zebrahead Logo, Popo, Big Ass Band und was weiß ich was alles. Ich will das alles gar nicht vorlesen, weil teilweise sind da halt auch Namen drauf. Ich weiß gar nicht, ob die im Video sein möchten. Hier ist von meinem besten Freund, der hat da sowas vorgedingst aus Monkey Island, von wegen mit dem El Polo Diablo, das Teufelshühnchen. Kennt vielleicht einige von dem Let's Play von Gronkh zum Beispiel. Da hat er dieses Songzitat, wollte ich schon sagen, Gedönszeugs halt aufgeschrieben, einmal komplett, weil er ziemlich Monkey Island Freak ist. Da ist ein Elefant. Da ist der Fussel, der
auf die Welt fliegt. So werden wir alle mal bald sterben. Hundertprozentig. Ja, hier ist ansonsten noch ein Songzitat und 3x und... das ist da, glaube ich, gar nichts mehr. Hier ist halt mein Bett, da ist mein Kuscheltier, habe ich ja schon mal, glaube ich, in einem Livestream gezeigt. Mein Bett ist ziemlich unordentlich, aber hey, YOLO, kann man auf jeden Fall mal bringen. Da ist mal ein Poster hinter meinem Schreibtisch. Ja, jetzt kommen wir mal langsam zum Schreibtisch, was eigentlich komplette Hölle gerade ist. Das ist mein Schreibtischstuhl. Ist ziemlich bequem auf jeden Fall. Und da unten liegt Müll, aber hey, YOLO. Da ist eine Decke, die habe ich immer drauf, wenn es nachts kalt ist, über die Beine. Das ist ziemlich geil, mein Zuckerdeckchen. Licht, geh weg. Geh weg, Licht. Geh weg, weiche von mir. Ja, da sind 1000 Boxen. Ich mag es irgendwie laut Bescheid zu werden, wenn ich Musik höre. Ja, da sind extra Akkus für die Kamera. Und hier ist ein Drucker mit sehr, sehr viel Gedönszeugs drauf. Kabel, Viecher. Ja, das ist mein Schreibtisch. Kann ich eigentlich auch nochmal zeigen. Das ist mein großer Bildschirm. Das ist der 28 Zoller mit der Webcam drauf. Da ist mein Kanal. Abonnieren, favorisieren. Hallo, zoom ran. Hallo. Hallo, werd scharf. Ich bin scharf. Also werd du auch scharf. Geht doch, dankeschön. Ja, das ist so mein Schreibtisch. Hier sitze ich eigentlich so den ganzen Tag rum. Da ist mein Mikro. Sehr, sehr geniales Stativ von dem ganzen Mist. Mit Kleiderbügel und einer Zigarrendeckdose. Das Ding hat echt, ich kann es euch mal zeigen, 110 Euro. Also es ist gerade ziemlich verschwommen, aber ich habe es irgendwo gefunden und fand es so ziemlich krass. 10 Zigarren für 113 Euro WTF. Ich habe es einfach mal mitgenommen, aber waren leider keine Zigarren mehr drin. Dort sind ein paar Spiele, die ich eigentlich so original habe. Den Rest habe ich eigentlich bei Steam. Das ist alles dabei, von GTA 3 bis Skyrim, mit den Skyrims DLCs und Sims 3 und Borderlands und Guild Wars 2 und Gothic und was weiß ich was alles. Left 4 Dead 1 und 2, Torchlight. So manch Let's Play wird davon, denke ich mal, auch noch kommen, von denen, die dort stehen. Ich weiß, sorry, das ist jetzt nicht autofokust, aber hey, YOLO, kann man auf jeden Fall mal bringen. Ja, wie gesagt, dann kommt dort mein Schreibtisch. Wenn ich aufnehme, nehme ich das Ganze hier so. Und dann ist da so die Tastatur und da ist mein Headset und dann rede ich so die ganze Zeit. Versteht ihr? Da rein in das Mikropenis. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt gerade ausgesehen hat. Ich will's auch gar nicht wissen. Das ist die YOLO-Kette. Haben ja auch schon einige gesehen, die habe ich zugeschickt bekommen. Und das ist eigentlich so im Großen und Ganzen mein Schreibtisch. Ich habe den extra aufgeräumt mit Aschenbecher, mein Zigarettenzeugs und alles Mögliche. Und ja, dort steht wirklich ein Salzstreuer. Ich glaube, ich habe vorhin Spinat gegessen, ein Kilo. Da mag ich es schön salzig. Ich hoffe natürlich, dass das Spinat jetzt nicht irgendwie auch noch flüssig herauskommt. Das wäre ziemlich doof. Ja, Streusel wegen Eis, Vanilleeis, mega geil. Eine Cola und hier ist mein unaufgeräumter Schrank, wo alles mögliche drauf liegt. Kopfhörer, irgendwelche komischen Bürokrams, Zeugs für die Schule und irgendwelche komischen Briefe und Geld und Kleingeld und Kanne mit Tee und mein Deo-Spray und keine Ahnung. Und das ist so der Schrank, der ziemlich unaufgeräumt ist, wo alle möglichen Spiele drauf stehen. PlayStation 1, PlayStation 2 und keine Ahnung. Irgendwelche Poster. Können wir übrigens, wenn es mit dem Fanpost-Paket steht, das kann jetzt wirklich noch ein paar Wochen dauern, weil ich da noch keinen Bescheid bekommen habe. Ich habe noch sehr, sehr viele Poster und den ganzen Dreck und das sieht fast wie viele Flyer und Poster. Also falls ihr mir wirklich auch mal Fanpost oder sowas schickt, dann kann ich euch eigentlich mal so ein paar Poster auch schicken. Das ist unter anderem hier von der Band Genix, von dem Burgrock-Festival und was weiß ich was alles, was ich noch habe. Also falls euch das natürlich interessiert, meine lieben Freunde, also ist jetzt auf jeden Fall nicht so wichtig, also wenn ihr da wirklich was haben möchtet, dann, wenn das Ganze steht, dann kann ich euch das echt gerne schicken. Und wie gesagt, ansonsten hier Genix, da habe ich auch die Band, mag ich ziemlich gerne, habe ich auch schon ein paar Mal live gesehen, auch mit extra Autogramm und für Steve. Und die ist voll heiß, ey. Und Daumen ist nochmal. Da ist, was weiß ich, irgendwas mit der Day to Remember, Volbeat und ganzen Dreck, keine Ahnung, woher ich das hab, ich weiß es echt nicht mehr. Hier ist eine komische Band, die ich irgendwie nie kenne, aber ich mag irgendwie das ganze Bild, irgendwie, keine Ahnung, mit dem toten Kopf. Dort ist nochmal, das habe ich auch irgendwo abgezogen, ich habe noch keinen Plan mehr, wo. Und hier über den Schreibtisch, das habe ich auch schon des Öfteren mal gezeigt, hier sind die ganzen Bilder, die mir unter anderem Diana und Luisa und Lisa und wie sie alle heißen auch geschickt haben, beziehungsweise mir bei den ganzen Cons in die Hand gedrückt haben. Dort kommen auf jeden Fall noch hier auch an der Wand, da hänge ich das alles ab und hänge es irgendwo anders hin. Wie gesagt, mit dem Fanpost-Zeugs, das hänge ich dann alles irgendwo hier dran oder an der Decke oder keine Ahnung. Kann mal wieder meine, das ist gerade an, Lampe filmen. Und ja, das war eigentlich so im Großen und Ganzen mein Zimmer, meine lieben Freunde. Ist jetzt nichts Bewegendes, aber die meisten haben sich gewünscht, ich habe jetzt auch 20 Minuten gebraucht und mein Akku ist fast leer und ich kann ja eigentlich nochmal meine Fensterbank zeigen. Dort ist meine Shisha, habe ich auch schon mal gezeigt. Und draußen ist es gerade mega sonnig. Seht ihr ja, mega sonnig. Das ist mein Ausblick. Ich mag eigentlich den Ausblick, ich weiß gar nicht, ob man den sieht. Dort hinten.
Ich zoome mal ein bisschen ran. Also auf jeden Fall hinter rechts von der Wand, das sieht so aus, als ob man da irgendwo im Urlaub wäre und hinter den ganzen Bergen so ein Strand ist. Das sieht auf jeden Fall richtig krass aus. Also ich kann das irgendwann nochmal zeigen, wenn ich einen Vlog draußen mache. Dann werde ich das auf jeden Fall nochmal zeigen, meine lieben Freunde. So. Gut, dann Kamera jetzt nochmal umdrehen. So. Und so. Alter, Vater, meine Cap ist mal wieder richtig krass runtergerutscht. Aber hey, boah. Mir hier eine krasse Lücke jetzt gerade drin. Aber egal, meine lieben Freunde. Wie gesagt, das liegt einfach daran, dass meine Haare komplett nass sind. Aber hey, YOLO. Das war's auf jeden Fall mit dem Weekly Vlog, so mit der Roomtour. Ich hoffe auf jeden Fall. Meine Haare, ne? Ich habe auch irgendwie hier so einen leichten Sonnenbrand oder so. Das ist ziemlich krass. Ja, auf jeden Fall, das war's mit dem Weekly Vlog, so von der Roomtour. Auf jeden Fall hoffe ich auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Könnt ihr mal euren Senf dazugeben, wenn ihr möchtet. Und ja. Ansonsten, momentane Uploads, seht ihr alles wieder drumherum, wieder Anmerkungen, das ganze Video rüber, was zu den momentanen Projekten. Ich habe ja Minecraft Let's Play jetzt gestartet, dass Minecraft Together leider zu Ende ist. Auf jeden Fall vorbei schon, meine lieben Freunde, es wird sehr lustig, da sind momentan schon 3 Folgen raus. Sky Survival wird auf jeden Fall ab Donnerstag weitergehen, ist eigentlich auch ziemlich gut geklickt und, ja, ansonsten 4 wird auf jeden Fall auch wieder ab Donnerstag kommen, keine Sorge, da habe ich jetzt wieder was aufgenommen, endlich mal. Also ich habe jetzt auf jeden Fall für die nächsten paar Tage endlich mal wieder vorgesorgt. Es wird auch so kommen, dass Spyro für Donnerstag ausfällt, dass dann um 17.04 Uhr endlich mal wieder kommt und um 19 Uhr der Weekly Vlog. Aber dann geht ab Freitag wieder alles normal los und ansonsten, ich kann mal kurz gucken. Ich schalte jetzt einfach mal so. Habe ich sonst noch irgendwelche Projekte, die gestartet sind? Glaub nicht, ne? Zur Not findet ihr irgendwo drumherum irgendwelche komischen Anmerkungen und den ganzen Dreck und ja. Ja, das war's eigentlich dazu. Habe ich irgendwelche Informationen vergessen? Boah, meine Haare sind noch so klitschnass, ne? Ich muss gleich erstmal Haare föhnen, weil ich jetzt gerade ziemlich scheiße aussehe, aber hey, YOLO. Ja, wie gesagt, nächster Weekly wieder wie wahrscheinlich. Jetzt bin ich gerade total dunkel. Nächster Weekly Vlog wird auf jeden Fall draußen sein, meine lieben Freunde, wenn ich das Ganze schaffe und ich mag das Shirt. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber es ist voll geil. Suicide Silent Shirt. Voll männlich. Ich mag das, ich liebe es. Das war's mit... Boah, meine Haare regen mich gerade mal voll auf, Alter. Dass sie so runterflutschen, ne? Wenn die so scheiße nass sind. Egal. Das war's mit dem Video wieder, meine lieben Freunde. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Der ist jetzt wieder viel zu lang. Deswegen sorry auf jeden Fall, dass ich mit dem momentanen Upload so ein bisschen rumgespackt habe. Aber hey, YOLO, kann man auf jeden Fall mal bringen. Ihr findet, wie gesagt, Anmerkungen zu momentanen Projekten. Einfach draufklicken. Ihr landet dann sofort in der Playlist. Und ja, wie gesagt.